Weil jetzt nochmal gegen das Orakel kämpfen. Da habe ich einen Teil runtergenommen, ja. Hier war nur der Sternenkristall. Und ich habe das Teil jetzt auch immer noch im Inventar. Ist aber echt die Frage, wo könnten die anderen beiden Teile noch sein? Ach, da ist eins. I'm here, at once. Da habe ich eins übersehen, auf jeden Fall. Indeed. Die beiden Fragmente des Gottessamens ziehen sich wie magnetenschwach an. Vereint ziehen sie sich zu Boden, als ob ihr fehlender Teil irgendwo tiefer in dem Körper sein müsste. Aha. Ja, vielleicht finde ich ihn tiefer im Körper. Okay, deswegen wurde das abgebrochen. Und ich werde wahrscheinlich jetzt nicht mehr in den Körper reinkommen, um die anderen Teile zu finden. Egal. Dann geht dieses Geheimnis halt in diesem Fall mit Wales Körper unter. Oh, der Body ist despawned. Und ja, das wäre das Teil gewesen, an das ich jetzt nicht mehr rankomme. So, wo landen wir denn, jetzt wo wir durch den Hinterausgang raus sind? Ah, hier oben. Die verbrannten Bücher in deinem Bündel werden warm. You're back. And a bit more alive than I anticipated. Du bist zurück und ein bisschen mehr lebendig, als ich erwartet habe. Tane sieht dich von oben bis unten an und kann an seinem Daumennagel. Du hast etwas Blut an dir, es ist einfach schrecklich. Ehrlich, hier, lass mich dir helfen. Tane beginnt damit, klebrige Streifen des Wade-Zeugs von deinen Schultern zu bürsten. Er hält inne, um leicht zu würgen. Mir geht es gut, Tane. Wenn du jemals die Chance hast, eines dieser Dinger zu erkunden, kann ich es nur wärmstens empfehlen. Das nächste Mal, wenn ein Gott dich bittet, eine Eingeweidenkonstruktion von einer Verstopfung zu befreien, sag ihm, dass du beschäftigt bist. Nehmen wir mal die zwei. You know, I wasn't jealous until just now. Wirklich? Weißt du, ich war nicht eifersüchtig bis jetzt. Tanes Augen leuchten vor Verwunderung auf. Welcome back. You've returned in one piece. Willkommen zurück. Du bist in einem Stück zurückgekehrt. Hast du das gehört? Lengraft dreht ihren Kopf in Richtung des Aussichtspunktes und schließt die Augen. Ein kleines Lächeln spielt über ihre Lippen. Beautiful silence. Wal's Titan form is dead, and it's your doing. We no longer need fear whatever destruction it may have rained upon Aeora. Stille, wunderhübsche Stille. Wales titanhafte Form ist tot und das ist dein Werk. Wir müssen nicht länger. Welche Zerstörung auch immer fürchten, die sich über Aeora niedergehen lassen könnte. Gute Arbeit. I'll miss it. The shadow of Wal's horrible body has been like a second home. We could have learned so much. Now we're leaving it to rot. Ich werde es vermissen. Der Schatten von Wales schrecklichem Körper war wie ein zweites Zuhause. Wir hätten so viel erfahren können. Jetzt lassen wir ihn verwesen. Tane seufzt müde. Ich kann nicht zulassen, dass er noch weiteren Schaden anrichtet. Dieser Ort verschlingt Hoffnung und spuckt Albträume wieder aus. Gewaltsam. Von beiden Enden. Genug ist genug. Keine Sorge, Tane, du kannst den nächsten Gottkörper haben. Etwas Besseres wird in seiner Abwesenheit erwachsen. Nehmen wir die drei. I'm sure you're right. As always. Just need some time with my grief. Ich bin sicher, du hast recht. Wie immer. Ich brauche nur ein bisschen Zeit mit meiner Trauer. Tane umarmt sich selbst und schiebt einen kleinen Kiesel mit seinem Zeh an. What do you plan to do next? Was hast du als nächstes vor? Lengraf richtet sich voll
richtet sich zu ihrer vollen Größe auf und macht eine etwas offiziellere Miene. Eotas ist immer noch da draußen. Ich brauche Antworten, vielleicht sogar Rache. Ich habe ein ganzes Archipel zum Erkunden. Der Horizont ruft. Ich bin sicher, dass Xoti mich beschäftigt halten wird. Keine Ruhe für den Wächter. Woher hast du den Eindruck gewonnen, dass ich hier vorausplane? Es wird sich schon etwas ergeben. Nichts, ausnahmsweise mal. Nehmen wir mal die 4. Enjoy yourself. You deserve a reprieve. Whatever comes after this. Hab ein bisschen Spaß. Du verdienst eine Ruhepause, egal was danach kommt. If we don't see each other again, take care. Meeting you was a unique pleasure I won't soon forget. Wenn wir uns nicht wiedersehen, pass auf dich auf. Dich zu treffen war ein einzigartiges Vergnügen, das ich so schnell nicht vergessen werde. Lengraf neigt den Kopf in deine Richtung und nickt dir zum Abschied zu. Als sie sich abwendet, um zu gehen, siehst du ein verhaltenes Lächeln auf ihren Lippen. Thanks for circling back, Watcher. Glad we get this little moment to ourselves. Danke, dass du zurückgekommen bist, Wächter. Ich bin froh, dass wir diesen Moment für uns haben. Tain räuspert sich und verlagert sein Gewicht von einem Fuß zum anderen. What you did wasn't what I wanted for Wiles' body, but at least you acted on what you thought was right. Plenty of people in this rotten world can't even figure that out. Was du getan hast, war nicht das, was ich für Wales Körper wollte, aber wenigstens hast du getan, was du für das Richtige gehalten hast. Viele in dieser kaputten Welt können nicht einmal mehr das. You did good out there. Hope you realize that. Du hast eine gute Tat vollbracht. Ich hoffe, du weißt das. Look at me getting all sentimental again. You need anything from your friend Tain, you just ask. Ah, schau mich an, ich werde wieder ganz sentimental. Wenn du je etwas von deinem Freund Tain brauchst, frag einfach. Er zwinkert dir zu und stupst dich mit der Schulter an. Leb wohl. Lengraf? Speak your mind. Das hören, das ist vorerst alles. Okay, und Berkana? Ich erinnere mich an dich. Berkana sieht dich mit einem breiten Lächeln an. Gut. Was ist jetzt, You open Wotica's book, but the goddess does not appear. You stand alone in a void of ashes and drifting embers. Also ja, Wotica redet immer noch nicht mit uns, auch wenn das Buch immer wieder glüht. Das Buch schließen. Ich find's übrigens cool, wie wir auf dem Buch eigentlich stehen hier in der Skizze. So, was ist mit dir, Fasina? Once again, circumstances conspire to place you at the vanguard of important decisions, huh? Nochmal, die Umstände verschwören sich, um dich an die Spitze wichtiger Entscheidungen zu setzen, Ack. Fasina ärgert sich und schüttelt den Kopf. Now that Wiles' body is dead, we've rid ourselves of a sleeping tentacle god. Clearly you've learned your lesson at Cad Nur. Da Wiles Körper nun tot ist, sind wir einem schlafenden Tentakelgott losgeworden. Du hast eindeutig deine Lektion bei Cad Nur gelernt. Maybe it isn't what I would have done, but you did pretty good. Ich hätte das zwar vielleicht nicht getan, du hast es aber ziemlich gut gemacht. Fasina verschränkt die Arme und grinst spöttisch. Glaubst du, du hast Akemias letzte Prüfung bestanden? Hast du das Gefühl, irgendwas gelernt zu haben? Ich habe einige Fragen. Lass uns von hier verschwinden. Nehmen wir mal das erste. No doubt you'd find some reason to rebuke my performance. But I think the point of this exercise is to show me that I no longer need his approval. Er würde zweifellos irgendeinen Grund finden, um meine Leistung zu rügen. Ich denke aber, dass der Sinn dieser Übung darin besteht, mir zu zeigen, dass ich nicht länger seine Zustimmung benötige. If anything, accompanying you has been worth 10 apprenticeships. Wenn überhaupt etwas, dann ist deine Begleitung 10 Ausbildungen wert. Berkana taught me that I should not wait for anyone's approval before chasing my dreams. Berkana lehrte mich, nicht auf irgendjemandes Erlaubnis zu warten, bevor ich meine Träume verfolgen kann. From Tain, I learned that our memories can be a prison, and we are better off free. Von Tain habe ich gelernt, dass unsere Erinnerungen ein Gefängnis sein können, und wir sind frei besser dran. Lengrath showed me how there is no end to what we can learn about ourselves. Lengrath zeigte mir, dass es kein Ende dessen gibt, was wir über uns selbst lernen können. The Spore Colony taught me that. No, I cannot begin to discuss it. That creature was disgusting. Die Sporenkolonie lehrte mich das. Na, ich kann jetzt nicht darüber sprechen, diese Kreatur war widerlich. Also, sie hat sie gelehrt, dass Sporen widerlich sind. I learned from your example that a safe choice is preferable to living with uncertainty. Ich habe von dir gelernt, dass eine sichere Entscheidung einem Leben in Ungewissheit vorzuziehen You've ist. Given me a lot to consider. That much is beyond doubt. Du hast mir viel zu
viel zu denken gegeben, ohne Zweifel. Du hast all dieses aus unserer gemeinsamen Zeit mitgenommen. Gib weiterhin alles oder es geht zurück in den dunklen Schrank. Du hast dir deinen Platz an Bord, der dir die Feind 4 mehr als verdient. Nehmen wir mal die 1. When it comes to educating myself, I am like a rodent. I can make a nest out of anything around me. Wenn es darum geht, mich selbst zu bilden, dann bin ich wie ein Nager. Ich kann aus allem in meiner Umgebung ein Nest bauen. We are not here to delight each other with empty pleasantries. Unless I am mistaken, you have a god to catch, trading companies to pit against each other, and an archipelago to pacify. No pressure, Casita. Wir sind nicht hier, um uns gegenseitig mit leeren Gefälligkeiten zu erfreuen. Wenn ich mich nicht irre, musst du einen Gott fangen, Handelsgesellschaften gegeneinander aufbringen und einen Archipel befrieden. Nur keinen Druck, Casita. Ja, lass uns von hier verschwinden. Certainly. What can I do? So, du nochmal. Einmal rasten. So, und das heißt... Ich frage mich gerade wirklich, ob die hier im unteren Stockwerk noch was zu sagen haben. Das können wir doch schnell gucken, bevor wir dann auf unser Schiff zurückkehren. Bei dem Weg über die Triffinen werden wir nicht mehr gehen können. Und ja, hätte ich das mit dem Items früher gelernt. Oh, nebenbei, was hat uns Whale eigentlich gegeben? Gewicht der Offenbarung. Gewährt gerechte Rache. Erhöht jedes Mal, wenn ein Gruppenmitglied niedergeschlagen wird, Macht und Entschlossenheit bis zum Ende des Kampfes. Okay. Naja, nicht so wirklich toll. Kann ich sterben? Plus 25 Schaden. Okay, auch nett. Ja, der Weg hier ist wieder verschlossen. Eine dunkle Öffnung in der fleischigen Monstrosität unten ermöglicht diese Stütze. Dieses Gerät ist eindeutig vegetarischen Ursprungs. Der Gäste ist zwar nicht, aber es kommt dir irgendwie bekannt vor. Greetings, Visitor. How else might I help you? Okay, nichts Neues. Also die werden hier weiter ihrer Arbeit nachgehen, als ob nichts wäre. Kann ich mitleben. Dann wird es Zeit, dass wir das letzte DLC abschließen und uns aufs große Ende vorbereiten. Ja gut, beim nächsten Playthrough weiß ich halt, dass ich besser machen kann alles. Eigentlich alles. Mal gucken, wann der kommt. Wird eine ganze Weile dauern, weil wenn, dann müssen wir erstmal unseren Charakter aus dem ersten Teil noch durch den ersten Teil ziehen. Und dann nochmal den zweiten Teil. Hoffentlich dann etwas effektiver als dieses Mal. Vielleicht werde ich dann auch ein paar Sachen rauslassen, wie Kopfgeldjägerjagden. Wobei das Geld ist immer gut und die Erfahrungspunkte. Na komm, World Map. Ja, Labyrinthinsel. So, unsere Party neu organisieren. So. Wieder die Party, die ich eigentlich hätte, gerne hätte. Und dann wird es Zeit, hier mal wieder zu speichern.
Das ist jetzt LP088. LP088. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.